Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erste und einzige Nationalratssitzung im Jänner. Die hat es aber in sich und wird lange dauern. Gleich mehrere große Themen werden heute behandelt werden. Natürlich die Regierungsumbildung mit einer Erklärung von Kanzler Faymann und Vizekanzler Mitterlehner. Der neue Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil wird sich erstmals den Abgeordneten stellen. Es wird eine Debatte geben über das EU-Austrittsvolksbegehren, das im Vorjahr 260.000 Menschen unterzeichnet haben und vom Nationalrat behandelt werden muss. Es gibt eine aktuelle Europastunde der Freiheitlichen zum Thema Flüchtlingskrise. Es gibt eine aktuelle Stunde der Grünen zum Klimaschutz und zu den Gerüchten, die russische Gazprom könnte bei der OMV einsteigen. Und es wird am Nachmittag das umstrittene Staatsschutzgesetz beschlossen werden, so wie es ausschaut, nur mit den Stimmen der Regierungsparteien. Sie haben gerade die Glocke gehört. Nationalratspräsidentin Dures eröffnet die Sitzung. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete,